Kolosseum Schlosshof. K.O.-Kampf. Kampf 1. Es ist soweit. Gleich beginnt der Kampf. Alle sind bereit und erwarten die Anweisungen ihrer Trainer. Der Kampf beginnt. Die blaue Seite schlägt zuerst zu. Herrliche Ausführung. Sein Fluchtwert stieg. Sein Angriff sank. Verliert Kraftpunkte durch Egelsamen. Die Luft im Kolosseum ist vor Spannung geladen. Die blaue Seite ruft ihr Pokémon zurück. Und hier kommt Pantyro. Rotom, starte den Angriff. Ein hervorragender Angriff. Es wurde von beiden Gegnern attackiert. Die Attacke schlug fehl. Rotom verliert Kraftpunkte durch Egelsamen. Ein unerbittlicher Hieb. Angriffsang. Bam! Ein zermürbender Kampf für beide Seiten. Rotom verliert Kraftpunkte durch Egelsamen. Die Luft im Kolosseum ist vor Spannung geladen. Die blaue Seite ruft ihr Pokémon zurück. Und hier kommt Knaxel. Guter Treffer, aber nicht besonders gut abgestimmt. Ein minimaler Treffer. Das traf zwei Pokémon gleichzeitig und es hat schweren Schaden angerichtet. Rotom verliert Kraftpunkte durch Egelsamen. Das wird gefährlich. Durch Drachenpuls pulverisiert. Es ging zu Boden. Schön gemacht. Schellkarai ist schwer unter Druck. Das hat eingeschlagen. Es ist besiegt. Und hier kommt Luxio.
kommt Blanas. Die blaue Seite führt im Moment. Kann sie das schnell beenden? Ein hervorragender Angriff! Stieg. Aber nicht besonders gut abgestimmt. Treffer! Ein toller Treffer! Es ist besiegt. Zermürbender Kampf für beide Seiten. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Wer wird den Ruhm erlangen? Eine Treffersalve, die viel Schaden anrichtet. K.O. gegangen durch einen sehr harten Treffer. Der Kampf ist beendet. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Erleuchtet vom schaurig schönen Mondlicht erwarten die Pokémon geduldig die Anweisungen ihrer Trainer. Und schon geht's los! Die blaue Seite schlägt zuerst zu. Eine brillante Attacke! Die Kraft der Sonne hat sich plötzlich intensiviert. Seine Verteidigung stieg. Treffer! Seine Initiative sank. Das Ganze hat sich ziemlich festgefahren. Jeder versucht zu erraten, was der andere als nächstes tut. Herrliche
Ausführung. Das hat ungeheuren Schaden zugefügt. Seine Attacke ging daneben. Getroffen! Es wurde von beiden Gegnern attackiert. Metas verlor Kraftpunkte. Ein heftiger Kampf wird in diesem Kolosseum ausgetragen. Das hat eingeschlagen. Es ist besiegt. Getroffen! Bam! Und hier kommt Burmadam. Die blaue Seite liegt vorn, zumindest was die Zahl kampffähiger Pokémon betrifft. Aber es kann noch viel passieren. Es fiel in Ohnmacht. Treffer, aber nicht besonders gut abgestimmt. Das tat weh. Seine Initiative sank. Und hier kommt Flunkifer. Die blaue Seite führt im Moment. Kann sie das schnell beenden? Ein minimaler Treffer. Eingeschlagen. Ein Megatreffer. Es fiel in Ohnmacht. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Die rote Seite steht mit dem Rücken zur Wand. Stollrak müsste unverschämtes Glück haben, um diese Krise zu überwinden. Starte den Angriff. Ein toller Treffer. Es ging zu Boden. Spiel, Satz und Sieg. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Geisterhaft treten die Pokémon aus den Nebelschwaden des Kolosseums hervor.
treffen. Seine Attacke ging daneben. Durchströmt von Silberhauch, aber nicht besonders gut abgestimmt. Es wurde von beiden Gegnern attackiert. Das Kolosseum ist in dicken Nebel gehüllt. Ich frage mich, welche Auswirkungen das auf den Kampf haben wird. Staravia, starte den Angriff. Bam! Luxio kann immer noch keine Attacke ausführen. Guter Treffer! Ein heftiger Kampf wird in diesem Kolosseum ausgetragen. Staravia kann sich nicht bewegen. Durchströmt von Silberhauch, aber nicht besonders gut abgestimmt. Die Attacke schlug fehl. Die Luft im Kolosseum ist vor Spannung geladen. Attacke schlug fehl. Luxio kann immer noch keine Attacke ausführen. Seine Attacke ging daneben. Ein heftiger Kampf wird in diesem Kolosseum ausgetragen. Das Pokémon wird bei der Ausübung der eigenen Attacke niedergeschlagen. Aber das zeigt nur wieder einmal, dass man bei Pokémon-Kämpfen auf alles gefasst sein muss. Das hat voll reingehauen. Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. Es schlief ein. Und hier kommt Georok. Und hier kommt Panpyro. Was die Zahl kampffähiger Pokémon betrifft, herrscht hier ein Gleichstand. Wer wird die Oberhand gewinnen? Attacke kann dem Gegner nichts anhaben. Luxio wacht einfach nicht auf. Die Attacke schlug fehl. Es ist besiegt. Luxio kann sich immer noch nicht bewegen. Seine Initiative stieg.
und Golbat. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Wer wird den Ruhm erlangen? Erstschlag! Was für ein beeindruckender Angriff! Das hat ungeheuren Schaden zugefügt. Ein leichter Treffer! Die Attacke kann dem Gegner nichts anhaben. Seine Attacke ging daneben. Guter Treffer! Es wurde von beiden Gegnern attackiert. Die Attacke schlug fehl. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Welche Entwicklungen können wir als nächstes erwarten? Das hat eingeschlagen. Das war zu viel. Es ist besiegt. Eine Treffersalve, die viel Schaden anrichtet. K.O. gegangen durch einen sehr harten Treffer. Und hier kommt Pliprin. Der Delegator erschien. Seine Attacke ging daneben. Die Attacke schlug fehl. Attacke kann dem Gegner nichts anhaben. Der Delegator wurde getroffen. Dieses Mal ein voller Erfolg. Es griff sich selbst an. Die Attacke schlug fehl. Schön gemacht. Golbat ist schwer unter Druck. Golbat hält sich mit allerletzter Kraft. Pyro kann immer noch keine Attacke ausführen. Das hat voll reingehauen. Das war zu viel. Es ist besiegt. Die Würfel sind gefallen. Die blaue Seite hat das Spiel gemacht.
Dieser Kampf ist für beide Trainer sehr wichtig. Es wird Zeit für eine gute Strategie. Der Kampf beginnt. Sein Fluchtwert stieg. Seine Attacke ging daneben. Guter Treffer. Die Attacke schlug fehl. Das Ganze hat sich ziemlich festgefahren. Jeder versucht zu erraten, was der andere als nächstes tut. Die Attacke schlug fehl. Panpyro kann immer noch keine Attacke ausführen. Oh! Das Kolosseum ist in dicken Nebel gehüllt. Ich frage mich, welche Auswirkungen das auf den Kampf haben wird. Der Delegator erschien. Ein leichter Treffer. Schelkerei kann immer noch keine Attacke ausführen. Die Luft im Kolosseum ist vor Spannung geladen. Seine Attacke ging daneben. Panpyro kann immer noch keine Attacke ausführen. Eine beeindruckende Attacke, aber nicht besonders gut abgestimmt. Dieses Mal ein voller Erfolg. Beide Seiten wägen vorsichtig ab, wo der Gegner seinen Schwachpunkt hat. Bidifas! Starte den Angriff. Ein gewaltiger Schlag. Ein direkter Treffer. Ein ungeheuer massiver Treffer. Seine Attacke ging daneben. Die Attacke schlug fehl. Die Luft im Kolosseum ist vor Spannung geladen. Die Attacke schlug fehl. Das hat eingeschlagen. Es ist besiegt. Magneton kann immer noch keine Attacke ausführen. Das hat eingeschlagen. Das war zu viel. Es ist besiegt. Und hier kommt Morabel. Und hier kommt Luxio. Was die Zahl kampffähiger Pokémon betrifft, herrscht hier ein Gleichstand. Doch es kann nur einen Sieger geben. Wer wird das sein? Die Attacke schlug fehl. Erdbeben rüttelt die Erde auf.
Ohnmacht. Das hat eingeschlagen. K.O. gegangen durch einen sehr harten Treffer. Hier kommt Shillong. Und hier kommt Staravia. Hervorragender Angriff! Bidifas füllte Kraftpunkte auf und wirkt sichtlich erfrischt. Bidifas kann immer noch keine Attacke ausführen. Im Kolosseum regnet es in Strömen. Ein toller Treffer! Die rote Seite verlor beide Pokémon. Der Kampf ist beendet. Die blaue Seite hat das Spiel gemacht. Geht es nur mir so oder wird es hier tatsächlich etwas kühl? Und schon geht's los! Getroffen! Ein gewaltiger Schlag! Erstaunlich, diese Kraft! Im Kolosseum regnet es in Strömen. Ein heftiger Kampf wird in diesem Kolosseum ausgetragen. Es wurde von beiden Gegnern attackiert. Ein gewaltiger Schlag, ein direkter Treffer. Zwerglicht füllte Kraftpunkte auf und wirkt sichtlich erfrischt. Ein toller Treffer. Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. Und hier kommt Brandpyro. Die blaue Seite liegt vorn, zumindest was die Zahl kampffähiger Pokémon betrifft. Aber es kann noch viel passieren.
Erster Treffer. Eine Treffersalve, die viel Schaden anrichtet. Schön gemacht. Zobiris ist schwer unter Druck. Das hat voll reingehauen. K.O. gegangen durch einen sehr harten Treffer. Und hier kommt Gutexo. Die blaue Seite führt im Moment. Kann sie das schnell beenden? Das hat eingeschlagen. Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. Die rote Seite steht mit dem Rücken zur Wand. Es liegt nun alles am letzten Pokémon. Die rote Seite kann sich nicht bewegen. Das hat eingeschlagen. Das war zu viel. Es ist besiegt. Spiel, Satz und Sieg. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Die blaue Seite schickt Panpyro Staravia. Und für Rot kommt Giflor Knuddeluff. Da sind sie schon. Und schon geht's los. Die blaue Seite schlägt zuerst zu. Ein ordentlicher Treffer. Die Kraft der Sonne hat sich plötzlich intensiviert. Sein Spezialangriff sank. Es schlief ein. Die blaue Seite ist angeschlagen. Ein Pokémon schläft bereits. Ich frage mich, welche Auswirkungen das auf den Kampf haben wird. Giflor, starte den Angriff. Ein unerbittlicher Hieb. Staravia, wacht einfach nicht auf. Das tat weh.
gleißendes Sonnenlicht erfüllt das Kolosseum. Ich frage mich, welche Auswirkungen das auf den Kampf haben wird. Das hat voll reingehauen. Es ist besiegt. Sein Spezialangriff sank. Staravia kann sich immer noch nicht bewegen. Und hier kommt Riolu. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Wer wird den Ruhm erlangen? Ein gewaltiger Schlag, ein direkter Treffer. Staravia ist aufgewacht. Aeroas trifft passgenau. Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. Und hier kommt Burmadam. Die blaue Seite führt im Moment. Kann sie das schnell beenden? Panpyro, starte den Angriff. Guter Treffer, aber nicht besonders gut abgestimmt. Eine brillante Attacke! Ein zermürbender Kampf für beide Seiten! Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Welche Entwicklungen können wir als nächstes erwarten? Ein leichter Treffer! Genau. Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. Das hat eingeschlagen. Das war zu viel. Es ist besiegt. Und hier kommt Knaxel. Gewaltiger Schlag! Burmadam kann sich kaum noch halten! Das hat eingeschlagen! Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. Das Spiel ist aus. Die blaue Seite hat einen beeindruckenden Sieg davongetragen.
Der Kolosseumkampf hat seine letzte Phase erreicht. Dieser Gegner wird um einiges stärker sein. Die blaue Seite schickt Panpyro Staravia. Und für Rot kommt Knaxel Skorgler. Was für eine Energie! Schon geht's los. Die blaue Seite schlägt zuerst zu. Getroffen! Erdbeben rüttelt die Erde auf. Es ist schon besiegt. Gewaltiger Schlag! Staravia kann sich kaum noch halten. Und hier kommt Knaxel. Der Kampf begann recht heftig. Durch Drachenpuls pulverisiert. Es ist besiegt. Das hat voll reingehauen. Es ging zu Boden. Hier kommt Schluckbeck. Und hier kommt Piprin. Die blaue Seite hinkt in Bezug auf die Anzahl kampffähiger Pokémon etwas hinterher. Aber es kann noch viel passieren. Schön gemacht! Skorgler ist schwer unter Druck. Intensiver Angriff und der Teampartner wurde auch getroffen. Von Mülltreffer getroffen. Es ging zu Boden. Die blaue Seite steht mit dem Rücken zur Wand. Es liegt nun alles am letzten Pokémon. Durch Drachenpuls pulverisiert. Es ging zu Boden. Eisstrahl trifft eiskalt. Es ist besiegt. Die Würfel sind gefallen. Die blaue Seite hat verloren. Thank you.
Der Herausforderer, der wirklich stolz sein kann, es bis hierher geschafft zu haben, trifft nun auf seinen letzten Gegner. Die blaue Seite schickt Kliprin Staravia. Und für Rot kommt Skorgla Sazenia. Da sind sie schon. Vorhang auf! Die blaue Seite schlägt zuerst zu. Ein wohlgezielter Angriff. Intensiver Angriff und der Teampartner wurde auch getroffen. Zermatscht durch Matschbombe. Es ist schon besiegt. Ein toller Treffer. K.O. gegangen durch einen kraftvollen Treffer. Und hier kommt Pupita. Und hier kommt Knarzel. Der Kampf begann recht heftig. Aeroast trifft passgenau. Es ging zu Boden. Guter Treffer, aber nicht besonders gut abgestimmt. Ein gewaltiger Schlag. Knarzel kann sich kaum noch halten. Und hier kommt Knarzel. Im Kolosseum macht sich Unruhe breit. Knarzel startet den Angriff. Ein gewaltiger Schlag, ein direkter Treffer. Eingeschlagen. Das war zu viel. Es ist besiegt. Das hat eingeschlagen. Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. Schön gemacht. Kliprin ist schwer unter Druck. Hier kommt Panpyro. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Wer wird den Ruhm erlangen? Eine brillante Attacke! Das hat voll reingehauen! Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. Die Würfel sind gefallen. Die blaue Seite hat einen beeindruckenden Sieg davongetragen. Der Herausforderer gewann den K.O.-Kampf.